Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video zeige ich dir, wie man sich so einen wunderschönen Schleifklotz bauen kann. Ist relativ einfach, sieht aber mega schön aus, gerade mit den verschiedenen Holzsorten. Und ich erkläre dir auch am Schluss vom Video kurz, warum ich mir jetzt noch einen Schleifklotz gemacht habe, obwohl ich ja hier diese Variante noch habe. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbauen und sage jetzt, let's go! Wir brauchen für diesen schönen Schleifklotz, den wir jetzt bauen werden, erstmal natürlich Holz und ich will hier wieder ein bisschen kontrastreiches Holz benutzen, wie immer. Für dieses Projekt brauchen wir gar nicht mal so viel Holz. Ich habe jetzt hier ein paar Reststücke Buche und Walnuss. Das Walnuss habe ich ausgesucht so als Kontrastholz. Ich habe gerade ein paar atemberaubende Schritte gemacht, damit ich jetzt hier diese zwei Teile habe. Das hier wird die Sohle von unserem Schleifklotz sein. Und ich habe mich, wie gesagt, hier für das Walnuss entschieden, dass das unten hinkommt, damit das sich so ein bisschen abhebt. Und außerdem ist mir aufgefallen, wir brauchen ja eh eine gewisse Länge, dass wir das hobeln können. Und deswegen hätte ich für einen eigentlich zu viel Material. Und aus dem Grund mache ich mir jetzt direkt zwei Schleifklötze. Da kann man schön mit den Sanding Grids kombinieren. Das verleihen wir jetzt erstmal. Noch so eine Kleinigkeit, ich habe jetzt hier die Maße auch so wieder an mein Werkzeug angepasst. Viele von euch kennen es bestimmt. Warum stelle ich mich nicht gerade? Viele von euch kennen es bestimmt, ich habe eine Tischkreissäge, bei der man das Blatt nicht ganz versenken kann. Und aus dem Grund habe ich dieses Stück so ein bisschen stärker gewählt. Man hätte es auch schmaler machen können. Aber bei meiner Maschine kann man das Blatt nicht ganz versenken, da muss ich das halt eben anpassen. Aber das bedeutet, dass ihr eures auf eure Maschine anpassen könnt. Ich werde jetzt hier meine Rohrschraubzwinge nur als Unterlage benutzen zum Verleimen. Denn, genau, das Holz hier ist so schmal, da braucht man nicht so viel Druck. Da wird sich der Druck eh ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Mittlerweile habe ich mich auch so ein bisschen angewöhnt, benutze ich ganz gerne hier so eine einfache Leimflasche, um den Leim aufzugeben hier aufs Holz. Und benutze danach hier diesen Pinsel, um den Leim zu verteilen. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen auch eine gute Option. Und ich mache mir auch übrigens mittlerweile hier so eine kleine Schraube rein, damit das nächste Mal auch wieder Leim rauskommt. Peng. Komm, ich werde das jetzt hier mit denen nur bündig halten. Damit das Holz nicht rutscht. Falls ihr euch fragt, warum ich hier keine Rohrschraubzwinge in dem Fall benutze, die sind ein bisschen klobig, wie hier dieses Mini-Teil. Aus dem Grund hole ich mir jetzt hier einfach normale Schraubzwinge. Falls ihr euch fragt, warum ich so viele Schraubzwinge benutze, weil dieses Brett hier unten so schmal ist, hat das halt Potenzial, sich zu verbiegen. Wenn jetzt nur hier in der Mitte eine Schraubzwinge dran... Wenn ihr nur in der Mitte eine Schraubzwinge reinsetzen würdet, hätte das Holz die Möglichkeit, dass es außen immer noch nicht so dran gepresst wird, weil es halt eben nicht so stark ist, dass es gerade bleibt. Das seht ihr hier ganz krass. Man kann es mit den Fingern ganz einfach nach unten biegen. Und aus dem Grund kommt an jeder Ecke eine einzelne Schraubzwinge. Es ist ein paar Tage vergangen. Ich habe das hier schön aushärten lassen in den Schraubzwingen. Und als nächstes können wir eine ganz, ganz breite Nut schneiden. Denn diese Nut soll ja später dann unser Schleifklotz so reingelegt werden, damit wir das Papier, das Schleifpapier auch einpressen, quetschen können. Ich benutze in diesem Fall ein Tischkreissägenblatt. Damit kann man wunderbar schöne, feine Nuten herstellen und auch breite. Und da ist hier der Vorteil, dass das ein Flachkopf ist. Das bedeutet, wir haben oben nicht so eine Rattellinie. Oben die Linie wird dann schön plan sein. Yeah.
seht, wir haben jetzt hier eine ganz, ganz feine Nut und der Boden ist perfekt. Da muss man auch nichts mehr nachbessern. Und wir sehen jetzt hier, dass das Teil noch relativ viel Luft hat. Das ist aber erstmal okay. Und jetzt können wir das Ding mal weiter auf Länge schneiden. Ich habe gerade ein paar Löcher gebohrt und die sind ganz wichtig, damit wir dieses Ding auch später spannen können. Hier habe ich erstmal ein großes Loch gebohrt, ein 35er Loch, damit hier später diese Flügelmutter reinpasst. Und ihr seht, ich habe innen drin noch ein kleineres Loch gebohrt. Das ist dann später gedacht, um eine Unterlagscheibe mittig zu führen. Ich hatte keine Unterlagscheibe, die hier genau reinpasst, deswegen habe ich einfach eine kleinere geholt. Und damit die schön mittig sitzt, habe ich da einfach einen kleinen Rezess quasi gebohrt. Später soll hier so eine Schraube durchkommen. Die soll dann hier durchkommen. Und dann soll man das ganz entspannt hier oben mit der Flügelmutter spannen können. Aber natürlich müssen wir dann jetzt erstmal hier die Schraube einlassen. Dafür spanne ich mal das Teil hier ganz schnell fest, damit ich die Hände frei habe. Und kann das jetzt freistemmen. Kleiner Tipp. Macht ihr am besten, falls ihr unten auch eine andere Holzsorte holt, macht die genauso dick wie hier euren Schraubenkopf. Dann müsst ihr einfach nur bis zur nächsten Holzsorte stemmen und müsst auch eigentlich quasi nichts mehr messen. Oh Mann. Das ist doch doof. Scheiße. Kacke. Ah, das hier ist aber ärgerlich. Naja, ich werde es trotzdem wieder zusammenleimen. Zum Glück habe ich zwei gemacht. Ihr habt gesehen, wie ich jetzt gerade dieses Teil geformt habe und es soll einfach so ein bisschen ergonomisch an der Hand liegen. Das sind speziell die Ecken, die sollten rund sein, denn dann ist das schon direkt viel angenehmer an der Hand zu halten. Dann habe ich hier noch so eine kleine Hohlkehle reingefräst, so habt ihr einfach richtig schönen Grip und könnt das Teil halt auch einfach später schön entspannt benutzen. Und ihr benutzt dann auch einfach. Und jetzt packe ich noch ein bisschen Finish drauf, einfach weil Walnuss schön aussieht und da soll man auch schönes Werkzeug haben. Das hier ist so typisches Werkzeug, da kann man oft in 10 Jahren drauf schauen und denkt sich einfach, boah, ey, richtig cool, dass ich das Teil damals gebaut habe und es immer noch habe und man es immer noch einfach gut benutzen kann. Sieht eigentlich schon bald gekauft aus. Jetzt wieder wie immer ganz wichtig, den Überschuss abreiben, damit da nicht zu viel Finish drauf ist und der Bienenwachs nicht patschig wird. Jetzt kann man das Teil mal zusammenbauen. Als erstes natürlich die Schraube rein. Da habe ich mir hier schon mal Schleifpapier zugeschnitten. Falte das am besten so an den Kanten, damit es sich den Kanten besser anpasst. Schön stramm das Ganze rumpacken. Könnt ihr so reinpressen, das hält jetzt auch schon ein Stück weit. Und wenn ihr dann die Schraube noch holt, erst die Unterlagsscheibe, und die es dann gut festzieht, dann hält das auch sehr gut. Und das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ein schönes, kleines, entspanntes Video, wie ihr euch so einen wunderschönen Schleifklotz selber herstellen könnt. Ich benutze in diesem Fall, das sollte man vielleicht noch anmerken, Haftschleifpapier, das bedeutet, da ist für Hakenband unten drunter dieses Filz drunter und das macht es ein bisschen dicker und ich benutze es grundsätzlich. Ja,
Und ich benutze es grundsätzlich ganz gerne. Und man sollte vielleicht diese Schleifpads hier nicht mit meinen anderen vergleichen. Das sind nämlich diese hier, vielleicht habt ihr das ja auch gesehen. Die benutze ich auch mega gerne. Hier habt ihr halt den Vorteil, dass unten drunter Hakenband ist. Die kann man halt noch einfacher herstellen, das sind nur Holzstreifen. Aber ihr könnt damit so euch den Form ein bisschen anpassen. Wenn ihr das aber nicht möchtet, ist so ein Schleifplatz besser. Denn unten drunter das Holz gibt natürlich gar nicht nach. Und ihr könnt schön schleifen. Das soll es ansonsten für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du so befürwortest. Schleifst du auch ganz gerne mit solchen Schleifklötzen? Oder holst du dir, wie ich auch öfters, einfach Schleifpapier so und schleifst damit? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Würde ich mir gerne mal durchlesen. Und ansonsten soll es für heute gewesen sein. Den anderen werde ich jetzt noch hinter der Kamera fertig machen. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Ciao.